Capri, die rote Sonne im Meer versinkt. Die Ferien auf dem Schiff damals bei Hitler, das war mal was. Da konnte man die Butter noch mit dem Löffel essen. Und noch mehr. Die Kraft durch Freude für die Arbeiter. Zum norwegischen Fjord und bis zurück. Für 7 Mark am Tag. Deutschland war groß. Es reichte von der Maas bis an die Memel. Jetzt reicht es wenigstens bis Brandenburg. Ich lebe von der Rente und vom Bier. Wer will, der kann. Arbeit macht frei. Verdienen wir ein paar Groschen nebenbei als türkische Putzfrau. Sowas kommt von sowas. Was, glaube ich, sehr wichtig ist, der Text von Anna muss ein Text sein, den ihr spürt in euch jeder. Also der muss einen Effekt haben auf euch. Also es ist immer, wer will, der kann, Arbeit macht frei. Und dann kommt schon so ein Satz, verdiene ein paar Groschen nebenbei als türkische Putzfrau. Es ist ja so ein bisschen, kann man machen, aber richtig doll ist es ja nicht. Ne? Also es ist ja eine paar Groschen, ne? Und dann... Sowas kommt von sowas. Also man kapiert, da ist was, man hat selber den Grundstein gelegt dafür, dass was nicht funktioniert. Dass es kacke läuft. Dass es kacke läuft, ja, genau. Ja. Und das kommt, erfasst euch als Gefühl durch den Text, durch diesen Märchentext von Anna. Mhm. Aber das ist ganz wichtig, dass man erstmal merkt, da ist eine ganz große Irritation. Eigentlich ist es so, wenn man sagt, sowas kommt von sowas, ne? Also man ist selber quasi schuld. Genau. Ja? Man hat selber Angst und hat versagt. Mhm. Ne, das ist wahrscheinlich so dieser Gedanke, den ich da sage. Ne? Dass jedem klar wird, eigentlich bin ich selber schuld.